Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect Andromeda. Im letzten Part haben wir endlich den neuen Planeten hier erreicht und uns mit dem Widerstand getroffen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Neuer Planet, neue Basis. Jetzt wird erstmal geschnackt, nicht wahr? Los geht's. Von dir eigentlich gar nichts mehr, danke. Das wäre vorerst alles. Ich bin Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Mhm. Gehen wir mal weiter. Hier vorne ist gleich die nächste Person. Feindliche Patrouille. Komm ich bald eine Patrouille? Werde ich dabei wohl auf Cat treffen? Ein Datenpad. Geheimdienstoffizier Kaas. Rund um Yannick gibt es in letzter Zeit vermehrt Aktivitäten. Die Cat haben um die Ausgrabungsstätte eine Art Barriere errichtet. Späher haben gesehen, wie sich hinter dem Schild entführte Angara bewegen. Die Cat lassen sie anscheinend an etwas arbeiten. Wir wissen nicht, was es ist. Und es gibt weitere Berichte über Entführungen. Die Cat versuchen wohl nicht länger, den Dar anzugreifen. Zu gut verteidigt. Das ist gut. Allerdings haben sie ihre Angriffe nun wohl auf Leute konzentriert, die über den Planeten reisen. Es gibt mehr Hinterhalte als bisher. Wir müssen dafür sorgen, dass die Warnungen sich herumspricht. Okay. Dann haben wir einen Geheimdienstoffizier, Kaas. Das ist der gute Mann. Mit allem, was sich darauf befindet? Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Von diesem Raum aus überwachen wir die Einsätze unserer Brüder und Schwestern. Pathfinder, Sie wurden mir bereits angekündigt. Davia Kaas, leitender Geheimdienstoffizier. Kaas. Ich soll Sie über Volt informieren. Haben Sie Fragen zu dem Planeten? Nur zu. Jede Menge. Und zwar, wie läuft der Krieg gegen die Cat? Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Cat-Operationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Ah, es gibt also mal wieder eine Einsatzzentrale, das ist schon mal gut. Die Holokarte. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani'ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die die Cat besetzt halten. Okay, ich habe kein Wort verstanden, aber ist cool. Städte der Angara. Die hellen Punkte auf der Karte. Sind das Städte? Städte, die von den Cat belagert werden, ja. Die größte, Straya, war unsere Hauptstadt. War? Es ist schwer, sich eine Stadt als Hauptstadt vorzustellen, wenn sie nur ein Labyrinth leerer Straßen und ausgebrannter Gebäude ist. Aber ja. Gebäude können wieder aufgebaut werden. Wir sind mehr als nur unsere Städte. Und auch Straßen können wieder belebt werden. Also da macht ihr keinen Kopf drauf, wir kriegen das hin, ne? Estraya. Erzählen Sie mir mehr über Estraya. Die Cat konzentrieren ihre Angriffe in letzter Zeit vor allem auf sie. Sie denken, sie könnten uns brechen, indem sie unsere Mauern niederreißen. Sie haben erkannt, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dabei wäre es ihnen lieber, wenn wir uns ergeben. Also zerstören sie unsere Dara, unsere Häuser. Sie treiben uns in die Kälte hinaus und erwarten, dass wir aufgeben. Sie unterschätzen die Angara. Dar. Sie haben das Wort Dar benutzt. Was bedeutet es? Wörtlich übersetzt heißt es Felsfundament. Ein Dar ist kleiner als eine Stadt, aber größer als eine Siedlung. Es gibt hier draußen mehrere davon. Angara, die in Dara leben, haben eine Kampfausbildung und sind zu allem bereit. Das müssen sie wohl auch sein. Sie sind stolz darauf, dass sie sich selbst verteidigen, aber die Cats sind in letzter Zeit mutiger geworden. Die Dara sind ihr neues Ziel. Wir mussten unsere Taktik ändern, um sie zu beschützen. Mehr Patrouillen für die Dara bedeutet weniger Angriffe auf Cat-Lager. Das wissen die Cat und sie benutzen es gegen uns. Wir nennen sowas ja Dorf, ne? Ja, das war's dann erstmal, ne? Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Nö, ich bin erstmal zufrieden, danke dir. War nett mit dir zu plaudern. Ich quatsch mal mit dem Rest hier noch. Guten Tag. Was macht ihr denn hier so? Okay. Hier haben wir noch ein weiteres Datenpad. Übersetzung aus dem Shellash. Ich entschuldige mich, Olisk. Meine Pilotin sagte, sie hätte die Vorratslieferung am Nav-Punkt abgeworfen. Ich weiß nicht, warum sie nicht bei Ihnen angekommen ist. Ich lasse es Onya mit einer neuen Lieferung noch einmal versuchen. Kostenlos. Der Widerstand soll nicht wegen eines technischen Fehlers hungern. Ja, ein hungernder Widerstand ist gar nicht so gut. Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen.
Für die Ausrüstung ist Hollis verantwortlich. Wir sollten uns mit ihm unterhalten. Machen wir auch noch, aber vorher unterhalten wir uns erstmal noch mit den Leuten hier. Sorry, Leute. Ich habe ein bisschen einen kratzigen Hals. Scheint mir doch wieder, es ist nicht das große C, glücklicherweise. Ich habe heute erstmal meinen Test gemacht. Und ich lasse mich davon auch nicht unterkriegen. Wir machen hier munter weiter. Terminal, Cat-Überwachung. Okay, hier gibt es so ein paar Cat-Protokolle. Das lese ich jetzt nicht durch. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, also ich klicke nochmal durch. Dann könnt ihr das Video kurz pausieren und das durchlesen, solltet ihr da richtig Bock drauf haben. Aber das ist, glaube ich, nicht so spannend. So. Das sind wieder nur Informationen, die nachher eher auf der Minimap angezeigt werden. Also das brauchen wir uns dann nicht durchlesen. Hier ist noch jemand. Ist das dieser Onya? Das ist Ollis. Guten Tag. Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? Ja, sicher. Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn. Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Mhm. Und wieso lügen Sie? Ich habe die Nachrichten an Sie gelesen. Was verbergen Sie? Reden Sie leiser. Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichten zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Ich kann ja mal... Seien Sie doch einfach ehrlich. Ich überprüfe das für Sie, komm. Ich kann mir den Übergabeort gerne mal ansehen. Dann wird auch keine Unruhe aufkommen. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen. Aber ich kann Sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Zack. Das Ausrüstungsterminal verwenden, dann wollen wir das mal wieder hacken. Ja, moin. Mein Freund. Sehe mich hier nur so um, ne? Bruder. Bruder. Das war Entschlüsselung easy. Abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Sehr schön. So, lass mal eben in die Basis gucken. Hier ist noch eine Quest. Wird der Wegpunkt, jetzt kommt mal der Wegpunkt. Erinnert ihr euch noch, wo ich meinte, der Wegpunkt wird nicht angezeigt, wenn ich reinklicke? Guck mal, was jetzt passiert. Der Wegpunkt wird angezeigt und sogar mit Distanz. Ich scheiß mich echt ein, Mann. Grüße gehen raus an den fleißigen Modder. Das ist halt das, deswegen liebe ich PC-Games. Das ist einfach so. Weißt du, auf der Konsole wäre es jetzt gebumst. Da musst du mit dem ganzen Scheiß so leben, wie es ist. Hier, auf dem PC, gar kein Problem. Da holst du dir 2-3 Mods und dann geht die Sache schon wieder. Und kannst das Game anpassen. Das ist halt cool. So. Ist natürlich kein Muss, aber wenn die Möglichkeit besteht, ist halt einfach cool, ne? Ich habe auch von den Dar gehört. Die sind richtig krass drauf. Das sind so kleine Dörfer, die sich selbst verteidigen. Richtig gut. Ist das jetzt der Typ? Das ist doch der, der uns wegfliegen wollte, oder? Nee. Wo sind wir denn hier? So ein bisschen, erinnert ihr euch noch, Star Wars Episode, was ist das? 5. Auf Hoth? Hier sieht das irgendwie so ähnlich aus. Dr. Harren! Eine doppelte Dosis Summer, schnell! Eine doppelte? Der Mensch ist ein Pathfinder. Tun Sie es einfach! Etwas mehr Respekt, ja? Was ist hier genau los? Erzähl Sie mal. Ja, was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Das ist korrekt, warum das ist korrekt. Warum stehen Sie hier rum? Haben Sie nicht irgendwo anders zu tun? Alter, was sind so viele Fragen? Ich weiß gar nicht, welche Frage ich zuerst beantworten soll. Wie wäre es mit keiner? Ich wollte einfach nur meine Überraschung darüber zum Ausdruck bringen, dass mir jemand im Weg steht. Dr. Harren, Ryder könnte uns vielleicht mit den Notfalllagern helfen. Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Cat-Angriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Ja, das kann ich ja gerne machen, nachdem er so nett mich darum gebeten hat, ne?
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Ja, danke. Okay, dann sammeln wir mal die gestapelten Kisten. Wir haben ja ein großes Inventar, die passen da schon irgendwie noch rein. Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Pathfinder, so. Maisy, guten Tag. Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Aha. Das ist meine Freundin Maisy. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Was verkaufen Sie? Verkaufen Sie irgendetwas, das wir brauchen könnten? Ich habe so gut wie nichts mehr übrig. Und das, was ich noch habe, werden wir selbst brauchen, wenn wir gegen die Cat eine Chance haben wollen. Wenn Sie die Cat-Station auf der südlichen Straße räumen, könnte ich vielleicht mehr herbringen und etwas für Sie zurücklegen. Wie kommen Sie hier an Vorräte ran? Hier sind überall Cat. Wie kommen Sie da an Vorräte? Auf demselben Weg, den wir genommen haben. Wut ist voller Höhlen und verborgener Pfade. Es ist schwierig reinzufliegen. Darum bringen meine Kinder die meisten Dinge nach und nach hierher. Ihre Kinder? Sie sind aufgrund ihrer Größe für die Cat schwer zu entdecken. Holy shit. Wir alle tun, was wir können. Auch die Kinder. Das ist schon ein bisschen gruselig, wenn man sich das vorstellt, ne? Was denken Sie über Aphra? Was halten Sie von Aphra? Nicht alle denken gut von ihm. Aber sein Plan ist kühn und der Widerstand ist wichtig. Ich werde tun, was ich kann, um ihm zu helfen. Bis ich es irgendwann nicht mehr kann. Kämpfen Sie weiter. Viel Glück und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Joel wohlbehalten zu uns zurückbringen. Das mache ich schon, keine Sorge. Dann haben wir noch Eskal. Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Kein Problem. Ihnen fehlt Personal? Sie scheinen ziemlich unterbesetzt zu sein. Freiwillige Mediziner sind selten. Vor allem welche, die mit Volt zurechtkommen. Volt? Es ist sicher hart, an einem Ort wie diesem zu leben. Es ist nicht ganz einfach, trotz Kälte und ohne Sonne für Moral zu sorgen. Die meisten von uns kommen von Aya oder Haval. Es ist also eine große Umstellung. Das Immunsystem lässt nach, die Leute werden krank. Aber wenn die Zivilisten in den Siedlungen hier leben können, ohne sich zu beschweren, dann schaffen wir das auch. Strahler? Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht. Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Ja, ist bei uns ähnlich, ne? Das war's dann erstmal. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Ich find's so schön, hier ist gerade so ein Trupp angekommen, um die muss ich mich erstmal kümmern. Und labert mich aber voll, weißt du, so läuft bei ihm, ey. So, für den Commander, übersetzt aus dem Shellish. Commander! Es tut mir so leid. Wir konnten die Cat von Techniques zurückdrängen, aber sie wussten, dass wir kommen. Sie hatten schon Fallen ausgelegt, bevor wir überhaupt den Gipfel erreicht hatten. Arian hat es nicht geschafft. Er ist gefallen, während er unserem Saboteur Deckung gegeben hat. Er hat fast ein Dutzend Cat ausgeschaltet, ehe es ihn erwischt hat. Sie wären so stolz auf ihn gewesen. Ich wollte es sie wissen lassen, bevor sie die Nachricht auf weniger rücksichtsvollem Weg erreicht. Ich bitte SK, die Benachrichtigung zurückzuhalten. Sie sollten es ihren Eltern selbst sagen. Commander, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, es muss schwer sein, dies zu lesen. Aber sie sollen wissen, dass Arian Dorksel heute ein Held war. Nicht gesendeter Entwurf. Es tut mir leid. Pavua Mutter. Ich hoffe, dir und Laval geht es gut. Die kleine Fallette ist inzwischen bestimmt ganz schön anstrengend. Mutter, es ist etwas geschehen. Ich habe Arian auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Er kommt nicht zurück. Sein Offizier sagt, er ist gestorben, als er seine Truppe beschützt hat. Das ist meine Schuld. Er hätte länger ausgebildet werden sollen. Es tut mir so. Ende des Textes. Guck mal, er hat es angefangen, aber noch nicht abgeschickt. Dringend? Brauche sofort Rekruten.
Commander Doxel, wir brauchen mehr Rekruten für Haval. Die Cat haben zwar die Ruinen noch nicht erreicht, aber ihre Angriffe auf die Hauptstadt werden kühner. Ich weiß nicht, wie lange wir noch aushalten können. Ich weiß, dass die Personaldecke im Moment sehr dünn ist. Und ich habe das von Arian gehört. Sie machen also gewiss eine schwere Zeit durch. Ich hätte sie nicht kontaktiert, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Ich bin im Feld. Melden Sie sich bitte so bald wie möglich. Captain Rowe. Hier brennt es aber wirklich an all den Ecken und Enden, nicht wahr? Gut. Also eher weniger gut, aber... Wir sind jetzt hier erstmal durch und können dann eigentlich die Basis verlassen. Ja. Hier können wir doch eigentlich... Es geht hier raus, es geht da raus. Es gibt da so mehrere Wege raus. Ich guck mal, wo es hier... Hier geht's nicht raus. Hier haben wir noch einen Behälter. Hier geht's auch raus. Ich guck mal gerade, wo das hinführt. Schalten Sie es an. Kann ich auch mit so einem dicken Ding fahren? Die sehen irgendwie cooler aus als mein Teil. Oh, hier. Arganischer Mechaniker. Ich habe gehört, Sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug. Ja, wir nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Verbunden mit meinen besten Wünschen. Sobald Sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild Ihres Fahrzeugs verbessern. Er wird sich sicher freuen. Er wird begeistert sein. Er lebt für diesen Scheiß. Klingt nach dem Bruder, den ich nie hatte. Sie finden einen Teil der benötigten Dinge hier auf Vault. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Und da glitscht wieder einer hin, Alter. Es ist so geil. So, hier haben wir noch ein Datenpad. Ich habe einen erheblichen Temperatursturz. Oh, die umarmen sich. Sich jetzt erst. Ja, voll süß. Datenpad lesen. Solan, ja, mir ist die Vorratssituation bewusst. Die Vorräte, die für den Widerstand bestimmt waren, mussten im letzten Augenblick... Oh, das hatten wir ja schon. Hier sind wir reingekommen. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich auf der anderen Seite raus. Gut. Machen wir das. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da werden wir wahrscheinlich auch unseren Nomad abholen können. Weil ohne Fahrzeug wird das hier schwierig bei der Temperatur. Also es ist ungefähr genauso, wie es vorher auch war, aber auf dem anderen Planeten. Nur, dass hier statt einem Sandsturm uns nun halt der kalte, eisige Wind stört. Es gibt was zu scannen. Und weiter. Hier scheint es gleich rauszugehen. Moin! Ja, das sieht doch nach Ausgang aus. Da wird's gleich wieder unwirklich, ich sag's euch. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Da ist nochmal eine Person, mit der wir schnacken können. Ich habe das Knabberzeug schon beim letzten Mal mitgebracht. Lebenserhaltung ist wieder online. Von Aya, oder? Wow! Ich wollte mich gar nicht anschleichen. Das ist das Alien, das uns auf Haval geholfen hat. Hätte nie gedacht, dass ein Alien uns hilft. Sonst wollen die uns immer nur töten und versklaven. Und darum ist das großartig. Sie sind großartig. Sei still, Beniska, das ist peinlich. Sei du doch still. Ich bin sie charmant. Beide ziemlich toll, ja. Die Angara waren wunderbar zu uns. Und sie auch. Danke dafür. Siehst du? Wir bauen hier eine Beziehung auf, Zeke. Also, was gibt's da draußen? Irgendwelche Hinweise? Sie könnten sich unserem Kampf in Hijara anschließen. Na, bei den roten Lichtern. Ich habe gehört, jemand sucht Hilfe. Oder Sie gehen einfach hin und töten ein paar Cat. Die sind überall. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Wir sind hier schon ewig stationiert und damit sozusagen Experten. Relikte. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zeke, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Alien-Anlage. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg?
Das ist die CAT-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operation der CAT auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die CAT hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Rote Lichter. Diese roten Lichter. Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie kann hier draußen irgendjemand leben? Warum überrascht Sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die CAT sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die CAT wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Okay, dann erstmal auf Wiedersehen, ne? Dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Und Sie auch, Jarl Amadarav. Hat Ihre Schwester sich von ihrer Mission erholt? Sie war tapfer. Sehr tapfer. Zweimal ja. Sie hat sich erholt und sie war tapfer. Danke der Nachfrage. So, meine Lieben, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, geilo. Rider. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Zack, damit wäre das auch geklärt, wo wir das Ding herbekommen. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja, alles gut. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Meine Die Lieben! Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ja, wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.